Sommerfest des Landkreises Potsdam-Mittelmark in der Heimvolkshochschule am Sediner See. Am 22. Juni tagte der Kreistag von Potsdam-Mittelmark ein letztes Mal, bevor es in die Sommerpause ging. Landrat Marco Köhler und der Kreistag nahmen das Sommerfest zum Anlass für Gedankenaustausch bei Musik, Speis und Trank. Den Landkreis sieht der Landrat in einer durchaus vorteilhaften Position. Warum haben wir Probleme mit unserer Schulinfrastruktur und mit unserer Kita und mit all den anderen Dingen, über die wir debattieren? Weil wir gut sind, weil wir erfolgreich sind und die Menschen zu uns ziehen. Also insofern, den Punkt, gut zu sein, haben wir schon erreicht. Wir haben tolle, starke Kommunen und zwar ganz vom Norden, von Teltow bis in den Fleming, Wiesenburg, Niemek, das funktioniert gut. Natürlich gibt es Probleme und da möchte ich ansetzen und Probleme löst man nach meinem Dafürbefinden, wenn man sich gerade auf kommunalpolitischer Ebene einig ist, pragmatische Ansätze findet und weniger parteipolitisch agiert. Auch in der Kur- und Kreisstadt Bad Belzig soll die Zusammenarbeit mit dem Landkreis künftig deutlich harmonischer gestaltet werden. Im ersten Gespräch zwischen dem Landrat Marco Köhler und mir habe ich klar gesagt, dass ich mir vorstelle, einen Landkreis und die dazugehörige Kreisstadt müssen zusammenhalten und zusammenarbeiten. Wir haben uns in die Hand Schulterschluss versprochen. Wir hören jetzt auf, uns gegenseitig zu verklagen und wir versuchen, die Probleme auf Augenhöhe gemeinsam zu lösen. Das hat Marco Köhler bis jetzt eingelöst. Ich für meinen Teil werde genauso agieren und deswegen glaube ich, dass eine neue Zeit der Zusammenarbeit ansteht. Um zu Ergebnissen zu kommen, gilt es also, ideologische Grenzen zu überwinden und Kompromisse zu finden, die am Ende jeder Kommune gerecht werden. Wenn ich jetzt für die Stadt Teltow spreche, sage ich, ja klar, da gibt es auf der Wunschliste so ein, zwei Dinge, die stehen für uns auch ganz oben, aber die schaffen wir auch nur nach vorne, wenn wir sie im Miteinander besprechen und nicht im Gegeneinander. Das sind Abwägungsprozesse, da geht es auch nicht darum, dass irgendjemand übervorteilt wird, sondern Interessensausgleiche zu schaffen, das ist der Part vom Landrat und wir wollen natürlich auf diesem Weg auch ein paar Dinge kommunal durchsetzen. Aber wie gesagt, das sind Prozesse, die machen unsere Demokratie aus und da sind wir fleißig am Diskutieren. Aus Sicht der FDP nutzt der Landkreis sein Potenzial noch nicht effektiv genug aus. Der Erfolg liegt demnach vor allem in der Expansion Berlins und nicht im eigenen Tun. Wenn man Potsdam-Mittelmark vergleicht mit vielen anderen Landkreisen, dann läuft es hier vergleichsweise gut. Man muss aber auch dazu sagen, es sind weniger eigene Leistung. Das hängt zu großen Teilen an der Nähe zu Berlin. Wir könnten bei vielen Themen, bei der Schulentwicklung, auch beim Klimaschutz, da könnten wir eigentlich deutlich mehr tun mit den Möglichkeiten, die wir haben. Bisher haben wir von den 30 Jahren viele Jahre auch so vor uns hin verwaltet. Und da mit ein bisschen mehr Innovation, mit ein paar mehr Visionen, mit mehr Gedanken für die Entwicklung unseres Landkreises, wäre da deutlich mehr zu machen. Bei den Grünen im Landkreis steht naturgemäß der Umweltschutz im Mittelpunkt der politischen Agenda. Ich möchte, dass Potsdam-Mittelmark den Klimawandel begreift. Den Klimawandel begreift und alle Maßnahmen umsetzt. Wir sind in der Wasserkrise. Wir haben wirklich eine Wasserkrise und das müssen wir begreifen. Und wir können nicht alle Wünsche erfüllen. Der nächste Punkt ist alternative Energien für die Stromerzeugung. Die müssen wir voranbringen und zwar massiv. Zum anderen wünsche ich mir immer ein offenes Ohr bei Herrn Köhler. Und das haben wir bisher gehabt und ich bin eigentlich froh, dass er Landrat geworden ist. Wir haben auch das Unsere dazu getan. Als krönenden Abschluss vor der Sommerpause konnte dem Kreistag mit Christoph Löwer der neu gewählte zweite Beigeordnete vorgestellt werden. Dem Stahnsdorfer geht es ums Gestalten mit Schwerpunkt Wirtschaftsförderung. Mich hat besonders interessiert, dass die Arbeit im Kreis sehr nah an den Gemeinden, an den Kommunen und an den Bürgern ist und nicht wie so oft in der Politik es auf so einer großen Flughöhe ist, sondern dass es wirklich um operative Arbeiten geht. Es gibt die ganz dringenden in diesem Bereich Landwirtschaft, Bau und Umwelt, dieses ganz dringende Problem, wie gehen wir mit dem Wasser um? Weil ohne Wasserversorgung für die Bürger und für die Unternehmen kann auch eine weitere Entwicklung des Landkreises nicht stattfinden. Der akute Wassermangel bzw. der Klimawandel könnten also zur größten Herausforderung für eine prosperierende Wirtschaft der Zukunft werden. Einig ist man sich an diesem Abend darüber, dass eine positive Entwicklung im Landkreis Potsdam-Mittelmark nur im parteiübergreifenden Dialog Erfolg haben kann.